Hallo und herzlich willkommen zu Assassin's Creed Unity Folge Nummer 3. Ich sehe, hab da hinten eine Marke auf dem Radar. Da habe ich eine Marke. Ich müsste mir auch mal einen Überblick verschaffen, ne? Weil ich sehe, auf der Minimap ist nicht wirklich viel. Irgendwo, da ist die Marke. Also das Klettersystem gefällt mir echt sehr, sehr gut, muss ich sagen. So, Fundstück. Ich gehe mal da hoch auf die Kirche, ob ich mich da synchronisieren kann mit der Welt. Das wäre natürlich unglaublich gut. Ich sag mal, kämpfen ohne Minimap ist nicht gerade einfach. So, Freund, hoch mit dir. Nein, da muss man schon auf eine Kirchturmspitze. Wie die da hinten. Haben wir hier irgendwo noch eine? Nö. Nu. Grafikfehler, schwarze Felder im Hintergrund. Schön. Gut, ich glaube, soweit reicht das Rendering dann von der Karte nicht. Also wenn man da echt einmal daneben fliegt, dann war's das. Guckt euch das mal an, so viele Menschen. Ich bin echt leicht beeindruckt, muss ich sagen. Wo wollte ich denn jetzt eigentlich hin? Was eigentlich jetzt fallen lassen sollst du dich? Das ist eigentlich mal eine sehr gute Frage jetzt. Gibt's hier eine Map? Und die Fortschritte? Gut, Koop-Mission. Da müssen wir auch mal gucken. Es wird vielleicht auch bald eine Koop geben. Weil der DreamText spielt das Spiel ja auch schon seit langem. Der ist Assassin's Creed-Fan. Von der ersten Stunde aus. Seitdem es Assassin's Creed gibt, spielt er es. Und das nenne ich mal wirklich Fan sein. Bei mir hat das alles so, ich weiß nicht, ich habe mal das gespielt, mal das. Mit Assassin's Creed habe ich mich noch nie so direkt angefreundet gehabt, weil ich es auch nicht kannte. Und da war dann mal, hat er dann gesagt, ja komm, hol dir mal Assassin's Creed Black Flag. Das habe ich auch gemacht. Kam ich mit nicht ganz zurecht. Ich sag mal, ich habe da gut nur 2 Spielstunden und das war's auch. Aber ich muss sagen, Unity gefällt mir echt gut. Unity macht richtig Spaß. Ich renne hier kreuz und quer. Wo muss ich denn überhaupt hin? Ich renne mal da zu diesem Ausrufezeichen auf der Map. Ach, hier waren wir doch erst. Das war vorletzte Folge, glaube ich. Ich müsste mal gucken, was die Währung überhaupt hier damals war. Franken glaube ich nicht. Nein, gehen wir doch aufs Seil, gehen wir aufs Seil. Das. Genau. Fein. Genau, ein paar Meter noch. Diese Mission mache ich nämlich noch und dann mache ich eine Aufnahmepause. Kannst du da hoch? Fallen lassen. Hier ist nichts irgendwie, was aussieht wie Heu. Also, nee, lass mal lieber. Also, wie gesagt, bei mir DreamText hat ja alles angefangen. Mit Assassin's Creed, der ist ja Fan von der ersten Stunde aus an. Das war bei mir irgendwie nicht so. Ich konnte mich mit Assassin's Creed erstmal nicht direkt anfreunden. Ich habe zwar alle Gameplays gesehen, also vom 1er. Die habe ich mir dann nachträglich angeguckt. Vom 1er bis hin zum 4er habe ich mir alles angeguckt, plus die
So, dann müssen wir mal da. Zack. Bei Lört. Ach ja, mit Elise geht's weiter. Bonsoir, Olivier. Ist Monsieur de la Serre schon zurück? Monsieur de la Serre wird heute erst spät erwartet. Ah, gut. Vielleicht werde ich dann etwas Zeit mit Elise verbringen. Mach dir nur keine Hoffnungen. Mademoiselle ist bei einer privaten Soiree, zu ihren Ehren, im Palast. Eine Feier? Ich bin nicht eingeladen. Die Pferde ja auch nicht. Bestimmt hat sie meine Einladung nur verlegt. Ich komme da schon rein. Ah, wie spät ist spät? Vielleicht in einer Stunde, vielleicht in drei, vielleicht auch gar nicht. Ich hinterfrage das Kommen und Gehen meiner Herrschaft nicht. Was hat denn der für Augen da hinten? Der guckt ja voll gestört. Da oben. Zufall, da haben wir Treppchen. Einfach mal über den Tisch rennen, läuft. Monsieur d'Artagnan, Elise Lieblingsbuch. Ach, wir schauen mal, wir können hier. Er wird ihn sehen, wenn er zurück ist. Eine Abhandlung über die Welt und das Licht von Descartes. Hab es nie zu Ende gelesen. Cool, man kann ja auch mit mehreren Sachen interagieren. Na? Les tragiques. Zu deprimierend. Komm, machen wir mal die Tür auf. Aber das war noch was. Zeigen die Folge. Bitte. Sicher abgeliefert. Und nur ein bisschen zu spät. Nun denn, auf zum Palast. Ach, so würde ich selbst in der Kanalisation auffallen. Erst recht auf einem Ball. Na komm schon, mon ami. Lass mich dir das abnehmen. Vielen Dank, junger Mann. Voll gestört. Was? Maximilien Robespierre. Kein Gast. Arnaud. Le Chevalier du Telem. Die Einladung, s'il vous plaît. Ah ja, ich hatte natürlich eine, aber auf dem Weg. Kein Zutritt. Ohne Einladung. Und trete zur Seite. Nächster, bitte. Charles Gabriel Siver. Zwei Gäste. Nächster, bitte. Sperrgebiet. Wieder einmal. Zwei Gäste. Gleich mal auschecken. Okay, da haben wir Wachen, da haben wir Wachen, da haben wir Wachen. Okay. Nochmal gucke. Dreh dich um, Bruder. Ach, schön. Yay, und die Framerate sinkt zusammen. Aha. Ich bin müde, wie du meinst.
So, schon sind wir drin. Die dritte Stadt begehrt auf und die geben ein Fest. Was wird überhaupt gefeiert? Weiß nicht. Irgendeine Firmungszeremonie für De La Serres Tochter. Schleichsteuerung. Linke Taste. Das wird, glaube ich, meine Lieblingstaste. So, ganz ruhig. Okay, nur er ist in dem Raum. Ist endlich Schichtwechsel? Was? Muss ich über den Balkon raus, ne? Du da oben! Halt! Komm, runter! Lasst ihr mich rein, wenn ich das tue? Was? Natürlich nicht! Nun denn, wenn es keinen Unterschied macht, dann bleibe ich lieber hier. Nein, nein, du! Komm her! Nö, nö. Lass mal. Finde Elise. Ja, natürlich. Da ist sie ja schon. Ziemlich was los heute Abend. Sie das nicht? Da haben wir noch jemanden in Gold. Fragezeichen. Ach ja, man kann ja noch. Kann ich hier durch? Nein. Kann ich da durch? Nein. Ich müsste vielleicht mal in den anderen Flügel. Hier, was ist mit dem Kollege? Nö. Also entweder bin ich gerade zu blöd oder das Spiel macht macht Faxen. Ich sag mal, warum leuchten die denn sonst nicht? Hey! Ich begaff dich, ich begaff dich, ich begaff dich. Okay, ich glaube, damit komme ich jetzt nicht unbedingt weiter. Ach, da drüben geht's weiter. Na nü? Beehrt ihr mich mit diesem Tanz, junger Mann? Merci. Un autre jour. Fangen die alle an zu tanzen, ne? Rennen kann ich nicht. Das müsste Elise sein, ne? Schatzi!
lässt sich immer gerne jagen. Renn doch hinterher, mein Freund. Der rennt nicht. Jetzt rennt er. Huch. Du hast einen ganz schönen Aufruhr verursacht. Was soll ich dazu sagen? Du warst stets ein schlechter Einfluss. Und du warst noch schlechter. Trägst du etwa einen Anzug meines Vaters? Trägst du etwa ein Kleid? Fang bloß nicht an. Ich fühle mich wie eine Mumie in diesem Ding. Muss ein richtiger Anlass sein, wenn du dich so rausputzt. So ist das nicht. Ganz ehrlich, es geht nur um Zeremonie und Worthülsen. Ermüdend. Nun, wenn du mich nicht zu deinen Feiern einlädst, leiden alle darunter. Ich wollte ja, aber Vater war unnachgiebig. Dein Vater? Geht da drin! Obre! Geh, ich lenke sie ab. Du wirfst mich hinaus? Es ist kompliziert. Ich erkläre es dir später, aber nun zum Fenster raus. Oh, nein, 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 nein. Das wird nicht wieder so laufen wie damals im Apfelhain. Sei nicht so ein Kleinkind. Dieses Mal gibt es ganz sicher keine Wachhunde. Los! So, ich bin raus und jetzt. Ach, ich kann da wieder hoch? Achso, um noch einen zu gelangen. Ja, gut, das kennen wir ja schon. Das, nach unten, du. Hups. Okay. Muss ich denn hin? Da ist so ein Ding, das man Tür nennt. Ich glaube, das nehme ich auch. Fenster sind nicht offen. Komm, Bruder, dreh dich um. Nichts. Komm nicht hier lang. Wo steckst du, mein geheimnisvoller Freund? Boah, da hat er noch unser Schwert glunzen sehen. Glück gehabt. Ich bin mir jetzt halt nicht sicher, ob er sich jetzt umdreht. Ich warte mal. Ich weiß nicht. Aber er scheint die ganze Zeit da zu stehen, ne? Okay, er dreht sich noch nicht, er dreht sich noch nicht. Sehr schön. Oh oh. Komm, Kollege, umdrehen. Man sieht ihn aber auch gar nicht eigentlich dahinter. Sehr schön. Brave Wache, sehr schön. Jetzt und da weiter untersuchen. Wetten, das klappt eher am Ende, nicht hier rausschleichen. Alles gut, Monsieur? Zu viel von des Königs Champagner? Monsieur?
Monsieur de la Serre! Monsieur de la Serre! Gibert, kommt weg da! Wachen! Hilfe! Mörder! Mon Dieu! Er hat hier de la Serre getötet! Nein, hab ich nicht. Scheiße. Immerhin bin ich nicht in einen Kampf geraten. Fand ich sehr geil. Es gibt Bewertungen, ja. Ich will nicht fortfahren, weil ich jetzt eine Aufnahmepause mache. Von daher sehen wir uns dann in der nächsten Folge von Assassin's Creed Unity und dann kriege ich, glaube ich, auch noch ein bisschen besser die Steuerung hin. Ich mache jetzt erstmal eine Aufnahmepause. Ey, sehr, sehr geil. Ich fand das eben so schön. Hammer, ich sag mal, unsere alte Liebe wiedergefunden. Mehr oder weniger. Aus dem Palast schleichen hat zwar geklappt. Nun, jetzt hält man uns für einen Mörder. Ich weiß jetzt nicht, was besser gewesen wäre. Entweder wir hätten so oder so jemand umgebracht. Also, ja, den finden wir auf alle Fälle. Und ich verstehe nicht, er hat uns zwar zugerufen, wir sollen da weg und dann hat er uns als Mörder beschimpft, beziehungsweise als Mörder bezeichnet. Mal sehen, was da in der nächsten Folge rauskommt. Ich bin sehr gespannt. Und wenn dann, ich rasiere dem so die Kronjuwelen.